Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute mal wieder ein Video zu den Deals, ein kleines Update, was in den letzten Wochen bzw. 2 Wochen gelaufen ist. Ich habe ja letzte Woche kein Update gemacht. Es waren tatsächlich nicht so viele Deals in letzter Zeit, die profitabel waren, um diese weiterzuverkaufen. Deshalb fasse ich das Ganze in diesem Video zusammen, so dass wir uns mal anschauen, wie sich die Preise entwickelt haben. Und das Ganze gucken wir uns gleich an meinem Monitor an. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video, bleib bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, dann lasst uns mal anschauen, welche Deals denn tatsächlich profitabel waren, beziehungsweise wie sich die Preise entwickelt haben von den letzten Deals, die ich für euch hier zur Verfügung gestellt habe und wie man davon profitieren konnte. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, wie du Artikel kaufen kannst, günstig kaufen kannst und teuer auf Marktplätzen wie Amazon und eBay wieder verkaufen kannst und viele, viele andere Themen, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst auch kein weiteres Video mehr. Wenn du diesen Newsletter abonnieren möchtest und per WhatsApp die Deals, die profitabel sind, direkt empfangen möchtest, dann findest du die Beschreibung unten in der Videobeschreibung und kannst dich zu diesem Newsletter anmelden. So, dann schauen wir uns mal an, die Deals, die ich gepostet habe. Es waren tatsächlich nicht so viele, deshalb ist das ziemlich überschaubar und können wir ganz schnell mal hier durchflitzen. Zuerst einmal war das diese Logitech-Maus und zwar gab es diese für 23,99 €. Es ist hier tatsächlich eine französische Seite, das muss man beachten. Wenn man hier kauft und gewerblich kauft, muss man sich hier ein Business-Konto erstellen, beziehungsweise man lädt seine Umsatzsteuer-ID einfach bei Amazon hoch, man hinterlegt sie da in den Einstellungen und schon kann man hier netto einkaufen, ja, weil du dann gewerblich das Ganze einkaufst und eine innergemeinschaftliche Lieferung erfolgt, dementsprechend ist das Ganze steuerfrei für dich. Das solltest du beachten. Falls du nicht genau weißt, wie das geht, dann schreib mir gerne unten einen Kommentar darunter und ich werde dir helfen, dieses da einzupflegen. Und ja, diese Maus gab es für 23,99 € zuzüglich Versandkosten, das waren so 3-4 € noch dazu. Wenn man aber hier mehr genommen hat, hat sich das natürlich auf den Preis dementsprechend aufgeteilt, so dass man hier auch das Ganze günstiger bekommen konnte. So, und diese Maus habe ich gepostet mit einem möglichen Resellergewinn von 10 bis 15 Euro, was tatsächlich realistisch ist. Wir können uns mal die Historie hier anschauen, den Chart, wie ich dazu sage. Diese Maus gab es sogar für 22,16 Euro, sehe ich gerade hier, also noch ein Tick günstiger erstmal. Und dann war das hier halt bei 23,99 €, so wie ich den Deal auch gepostet habe. Und nun ist das der Preis jetzt ab dem 7. September tatsächlich jetzt wieder oben bei 43,98 €. Also es ist auch hier die französische Seite. Man muss das natürlich auch mal ein bisschen gucken, wie das auf der deutschen Seite ist. Schaut euch das einfach mal an selber, ich werde da jetzt nicht umswitchen, aber tatsächlich war der Preis auch hier bei Amazon bei 23 Euro, auch auf der deutschen Seite. Wir haben das Ganze bei eBay ab 44 Euro gehabt und da ist tatsächlich ein realistischer Gewinn möglich gewesen. So, kommen wir zu dem nächsten Teil und zwar ging es hier um den Casio Taschenrechner, also so einen grafischen Taschenrechner. Und ja, hier haben wir tatsächlich noch nicht so gute Erfolge gehabt, beziehungsweise die Preise haben sich noch nicht so korrigiert, dass es profitabel ist, das weiterzuverkaufen. Ich habe diesen gepostet mit 54,06 €, also 54,06 €. Und das war ungefähr, ja ganz genau, hier oben. Hier oben habe ich das gepostet und der Preis ging aber tatsächlich noch weiter runter bis 49,88 €. Und hier hätte man natürlich gerne zuschlagen können. Aber man muss dazu sagen, der Preis hat sich noch nicht so weit erholt, dass es profitabel ist, dieses weiter zu verkaufen. Wobei bei eBay könnte es durchaus sein, dass man den auch weiterverkaufen kann, weil eBay hatte ich jetzt soweit keine Einträge gefunden. Es kann sein, dass da jetzt schon Angebote verfügbar sind. Was dieses Produkt natürlich vielleicht vom Preis her auch das Ganze nicht so attraktiv macht, sind die Bewertungen. Wir sehen hier 5 Sterne-Bewertungen, jedoch nur eine Bewertung. Und das ist bei Amazon super wichtig, dass hier viele Bewertungen sind. So wird auch der Preis steigen und dementsprechend kann man das Ganze profitabel weiterverkaufen. Schauen wir uns mal die Historie an. Das Produkt ist circa ein halbes Jahr online
Und wir können sehen, für 127 ist das Ding online gegangen. Dann war mal lange Zeit gar nichts drin. Und dann hat sich der Preis hier bei 127 gehalten und ist abgestürzt und ist jetzt bei 64,26. Und da hält er sich gerade. Und was blinkt hier die ganze Zeit auf? Weg. So. Und ja. Also es ist definitiv noch nicht so profitabel, wie ich mir das erhofft habe. Ich habe diesen Deal gepostet mit einem möglichen Reseller-Gewinn von ca. 20 Euro. Ja, ich habe das versucht, realistisch zu halten. So, und was aber vielleicht viele schon gesehen haben, es gibt parallel das gleiche Angebot bei Amazon. Und zwar handelt es sich um das identische Produkt, also den identischen Casio-Taschenrechner, jedoch mit einer anderen ERN-Nummer. Jetzt habe ich selber das Produkt hier nicht gekauft. Falls ihr dieses Produkt gekauft habt und schon geliefert bekommen habt, könnt ihr bitte einen Post unten in die Kommentare geben, was dieses Produkt für eine ERN-Nummer hat. Denn hier parallel wird bei Amazon das gleiche Produkt mit der folgenden ERN-Nummer gehandelt, ja? Und falls ihr diese ERN-Nummer bekommen habt, dann könnt ihr das Produkt auch hier natürlich listen. Und dieses Produkt hat um einiges mehr an Bewertungen. Wir sehen hier, Bewertungen sind top. Dementsprechend ist der Preis auch top, ja. Und falls ihr, wie gesagt, hier in diesem Angebot dieses Produkt bekommen habt mit dieser ERN-Nummer, dann könntet ihr rein theoretisch das Ganze auch hier listen. Also, ich freue mich, wenn ihr dazu einen Kommentar unten hinterlasst. So sehe ich, ob das tatsächlich so war oder nicht. Und dann könnt ihr natürlich das Ganze hier listen und dementsprechend auch bei eBay. Ich sehe hier gerade, bei eBay kostet, soll der Taschenrechner für 161 Euro kosten. Ja? Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja? Dann habt ihr hier definitiv gute Gewinne und auch noch jetzt könnte man hier gute Gewinne realisieren mit dem Preis von 64,26. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar ist das hier so ein AUK oder wie man das nennt hier diesen Namen. Eine, ja, Webcam und diese Webcam gab es, ja, Liste 39,99. Mit einem Gutschein hätte man das Ding hier für 10 Euro bekommen können. Nun hat der Hersteller jetzt ja, viele wohl verkauft und gesagt: Okay, jetzt setzen wir den Preis runter auf 17,99. Ja, man ist immer noch profitabel gewesen im Einkauf, aber ja, der Verkauf. Und der Gewinn lässt zu wünschen übrig. Ganz ehrlich, also jetzt, wenn man das so verkaufen würde, glaube ich nicht, dass man hier diese Gewinn realisieren könnte. Ich hatte hier das Ganze mit 8 bzw. 5 bis 8 Euro Gewinn möglich gesetzt. Und das ist rein theoretisch ziemlich realistisch. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Produkt hier bei eBay gehandelt wird. Als ich das gepostet habe, habe ich gecheckt, es war bei 25 Euro. Bei Amazon ist komischerweise dieses Produkt komplett verschwunden. Ich weiß nicht warum. Es war vorher gelistet und zwar für ab 32 Euro. Jetzt ist es ganz weg. Also aus dem Listing, ich finde es nirgendwo. Ja? Ich weiß nicht, warum das Amazon aus dem Listing genommen hat. Falls auch hier einen Rat findet, beziehungsweise eine Antwort dazu habt, gerne unten einen Kommentar posten. Ich würde mich freuen darüber. So, und dann kommen wir natürlich zum letzten Produkt, das letzte Woche gepostet wurde. Und zwar ist das so ein CryCut Explorer Air oder was. Damit kann man halt hier individuelle Sachen drucken, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man damit was ausschneidet. Kann natürlich sein. Auf jeden Fall macht man hier irgendwelche Schablonen und kann damit hier ein bisschen kreativ Dinge machen, ja. Wir sehen hier, gibt es auch kaputte Sachen, die ankommen. Ja, gepostet wurde das Produkt für 179 Euro und wir sehen hier in der Historie ist es genauso gewesen. Jetzt, ja, fast schon 2 Jahre ist das Produkt hier bei Amazon drin. Wir haben gute Bewertungen, fast 1000 positive Bewertungen, fast 5 Sterne, also ein Top-Produkt. Es war die ganze Zeit für 299 zu haben und dann ist der Preis halt auf 179 gefallen. Und dementsprechend ist es ein profitables Produkt meiner Meinung nach gewesen. Falls der Preis jetzt wieder an die 300 Euro steigt, wo er sehr lange war. Wir sehen hier, teilweise hat er natürlich seine Absetzer gehabt hier, aber ich vermute mal, das Ding wird hier zu Weihnachten
ganz gute Zahlen wieder erreichen. Wir sehen hier zu Weihnachten und Dezember hatten wir sogar hier bis 349 € das Ganze gehabt. Und ich denke schon, dass es hier nochmal sich erholen wird, der Preis. Stand jetzt haben wir hier den Preis der erste Anbieter für 239,99 €. Also ein recht gutes Angebot. Sollte der Preis circa 300 € erreichen, sind hier mögliche Gewinne von 50 € pro Verkauf. Ja? Also echt sehr gut. Das war's. Also wie gesagt, es hat sich echt in Grenzen gehalten. Jedoch kann ich euch versprechen, dass in der nächsten Zeit sehr, sehr viele Deals kommen werden, die ich natürlich gerne auch für euch bereitstelle. Dementsprechend, falls du noch nicht den Newsletter per WhatsApp erhältst mit den Deals, dann gerne unten in der Beschreibung nachlesen, wie das funktioniert. Und sonst freue ich mich, wenn dir dieses Update geholfen hat, beziehungsweise dieses Video gefallen hat. Gib mir dazu auch gerne einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und wünsche mir, wenn du beim nächsten Video dabei bist, viel Spaß und alles Gute. Ciao.